So, und jetzt gehen wir zu unserem Hexenkeller und Weinkeller. Bitte schön. Ja, das ist der Hexenkeller hier. Da wird auch manchmal getanzt, auch meistens im Winter. Oder wenn das Wetter nicht so gut ist, machen wir hier ein bisschen Showtime. Gell? Dann geht es in meinen Weinkeller, meinem Schlafzimmer. Achtung Stufen. So, das ist unser Weinkeller. Gell? Den ganzen Weinkeller, den haben wir selbst gemacht. Das heißt, der Vater mit mich und meinem Bruder, alles selbst gemacht. Und hier machen wir jede Woche auch Aperitif-Empfang. Das heißt, die Gäste kommen hier runter, ja, werden hier empfangen von mir und meinem Bruder. Und hier gibt es dann ein paar schöne Leckereien, logischerweise aus Südtirol, authentische Sachen. Da unten haben wir so eine alte Maschine, die ist 70 Jahre alt. Da steht dann immer mein Bruder, ja, und schneidet so schöne Sachen auf. Das ist ein kleiner Ferrari, hat man das bei uns. Ja. Ja, wie gesagt, hier sind ungefähr fast 5000 Flaschen Wein, gell? 512 Sorten auf der Weinkarte. Auch meine Schnäpse sind hier integriert, wie schon gesagt. Höchste Schnapsbrenner und der nördlichste Italiens, was sehr gut ankommen. Und hier fühlt sich der Gast halt besonders wohl. Ich würde sagen, die begehbare Weinkarte. So kann man Gast auch ein bisschen die Weine anschauen, ja, und dann kann man ein bisschen fragen. Dann sagt er den Wein und so wird er dann oben auch geordert. Und manchmal sogar nimmt ein Gast ein Fläschchen vom Keller mit hoch an den Tisch. Ja, dann haben wir einen schönen Tisch mit schönen Stühlen, die kommen noch ran, nicht? Und dann wird da eine kleine Weinprobe veranstaltet. Das gefällt den Leuten ganz gut, nicht? Ein bisschen umrahmt mit ein bisschen Musik. Da spielt dann immer der Nachbar. Schon seit der Spitze und seit 5 Jahren, ist 18 Jahre alt, der kommt dann immer und spielt dann mit seiner Akkordeon, nicht? Und die Stammgäste kennen das. Und wie gesagt, dann steht man hier ein bisschen, stoßt man an gemütlich, singt man ein Prosit, tut man die Leute alle ein bisschen mit einbinden, dann lernen sich die Leute kennen, dann hat man auch immer ein gutes Klima im Hotel. Steigert den Konsum an der Hausbar. Ja.